Ich weiß gar nicht, ich glaube, es lohnt sich gar nicht jetzt in der Runde anzugreifen, weil das heilt er sowieso in der nächsten Runde wieder hoch. Alle auf einmal, ne? Wegen Job, würde ich sagen. Pass mal auf, wir gehen mit denen nach hier. Mit denen nach hier. Ich denke, wir mit denen nach hier. Ja. Zack. Gehen wir mit denen nach hier. Und mit denen nach hier. Ja. Gut, hier können wir nicht nochmal bewegen in der Runde. Machen wir nächste Runde. Aber wir haben die Stadt jetzt zumindest einmal komplett umzingelt. Dann können wir die Bogenschützen noch nach hier hinten verfrachten. Die können ja auch über Distanz schießen. Ist eigentlich eine sehr, sehr gute Aufstellung, die wir gerade haben. Mal sehen, ob es auch ausgeht. Zack, nächste Runde. Aber ich sehe bisher tatsächlich noch keine russischen militärischen Truppen. War aber damals bei Arabien ja auch nicht. Ah, die haben sie auch nicht gewehrt. Wow, ich habe eine Steam-Errungenschaft freigeschaltet und seit wann wird das in der Aufnahme angezeigt? Schockiert mich gerade. Ja, genau. So, eine Runde warten wir noch, würde ich sagen. Und wir ziehen ja mal an Brasilien hier oben vorbei. Und ich gehe tatsächlich mit denen hier einmal nach hinten. Mit denen hier einmal nach hier. Ja. No, der ist schon aggressiv, dem brauchen wir die Nummer anstacheln. So, und dann können wir nämlich hier oben, haben wir auch noch einen barbarischen Trupp. Den zacken wir mal nach hier unten. Zack, verschanzen. Ja, machen wir mal verschanzen. Na, mal sehen. So. Okay, wir können tatsächlich auch über die Distanz angreifen. Zack. So. Verschanzen. Und nächste Runde. So, und jetzt eine Runde müssen wir praktisch noch einmal komplett verschanzen. Und dann geht's hier ans Werkeln. Dann knacken wir die weg. Sag ich dir, knacken wir die weg. Haben immer noch nur 27 Verteidigung. Jetzt müssen wir langsam aufpassen, nicht, dass wir in der Zeit ja noch eine Mauer errichten. Ja. Zack. Los, wir beginnen jetzt. Zack. 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 Und es geht tatsächlich gerade sehr gut voran. Es geht erstaunlich gut voran. Guck mal, wie der Balken da wegzischt. Wow. Erstaunlich. Vielleicht haben sie nur eine Einheit. Vielleicht haben sie nur eine Einheit, um zu stehen. Es dauert jetzt nur eine Runde und die sind weg. Erklär mir das, Frank. Erklär mir das. Oh. Ui. Ja, wir können warten. Ganz ruhig. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Eins solltet ihr wissen, wer mich verrät, zahlt mit Blut. Aber wenn eure Freundschaft aufrichtig ist, wird Frieden herrschen. Okay. Skytin, oder, ach, keine Ahnung. Ist uns eine Ehre, euch kennenzulernen. Wir würden uns freuen, eure Gastfreundschaft zu genießen und so weiter und so fort. Zack. Ja, dann knicken wir die da jetzt einmal weg. Pass mal auf, das sind jetzt drei Barbarenangriffe und die sind weg.
Ja, den kann ich doch gleich in Petersburg einmarschieren. Hä? Was ist denn hier los? Wir haben die Stadt. Das gibt's doch nicht. Erika. Wir haben die Stadt. Was ist da los? Ja, die hatten keine Stadtmauern, war eine Einheit drin. Stadt behalten, Fragezeichen. Stadt behalten oder Stadt vernichten? Stadt behalten, oder? Jo. Dann gleich eine Produktion. Ach, das dauert jetzt alles so lang. Oh. Ach du Scheiße. Das kürzeste ist ein Speer mit 30 Runden. Naja, das ist jetzt erstmal Kriegsrecht. Scheiße. Dann sage ich, wir bauen jetzt ein Speer, dann dauert die Truppe danach ja nicht so lang. Ist natürlich die Frage, wollen wir jetzt in Petersburg einmarschieren? Ist halt die Frage, aber rein theoretisch sind wir militärisch dazu komplett imstande. Und bevor die noch größer werden. Verteidigung von 30 lediglich. Stadtmauern haben sie auch nicht. Na, vielleicht sind sie, wenn wir hinkommen, schon ein bisschen größer. Gut, ein bisschen größer. Ein bisschen größer müssen wir eigentlich auch schaffen. Müssen wir uns wieder drumherum postieren und dann... Da machen wir jetzt Handwerker. Ich würde da nämlich gerne mal wieder ein bisschen werkeln. Zack. Zack, dann gehe ich mal von der Seite. Dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen, bis wir drin sind, aber gut. Jetzt gucken wir mal, ob hier unten noch eine Stadt ist. Hier unten ist auch keine Stadt. Irritierend. Ja, da sind die Bedingungen recht schlecht. Naja, klar, aber... Ja gut, hier unten sind Barbaren. Da ziehe ich mich dann gleich mal zurück. Obwohl die Stadt hier so eine Ausbeutung hat, scheint da nichts zu sein. Na gut, dann probiere ich jetzt St. Petersburg einzunehmen und dann gucken wir, was wir davon haben. Eventuell verlieren wir alle militärischen Truppen, vielleicht auch nicht. Wird sich dann ja ergeben. Also, auch nur ich sag, mal, steht dann, ich sag ja. mal, allzu große Verluste können wir ja praktisch gar nicht machen. Mich wundert aber, dass die Verbündeten noch nicht angegriffen haben. Mein Oberhaupt, wir ziehen allmählich die Aufmerksamkeit der großen Persönlichkeiten der Welt auf uns. Natürlich kämpfen auch andere Staatsoberhäupter um ihre Aufmerksamkeit. Je mehr Spezialbezirke wir bauen, desto eher motiviert. Okay. So. Zack, und wir haben ja netterweise auch einen Handelsweg zu Russland. Das heißt, wir sind da schön schnell unten. Mann, ich finde es erstaunlich tatsächlich. Ich finde das erstaunlich. Ja, vielleicht sind sie dann doch schon etwas besser. Aber bisher halt nicht, ja. Was? Und wenn die wirklich nur die zwei Städte haben, sind sie weg. Ja. Also ich hoffe, dass wir nur die zwei Städte haben. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, ne? Was eventuell halt schaffen würden. Mal gucken, ob die dann wieder zurückkommen. Oder ob sie noch irgendwo anders inne haben.
Eure Untertanen sind faul und unwürdig, wenn ihr nichts produzieren. Ja, ja, gut. Ihr müsst mir nicht sagen, wie ich. Vor allen Dingen, die sollen mir doch nicht sagen, wie ich leben soll, oder? Wie ich mein Land. Das ist einfach unlogisch. Die sollen mich doch machen lassen. So meine Entscheidung, wie ich mein Land. Vor allen Dingen hat er da jemanden gucken geschickt, oder was? Keine Ahnung. So, ich weiß nicht, hier oben Krieger, kriegen wir die so schnell nach da unten? Nee, ich glaube nicht, aber Händler können wir nämlich machen. Wir brauchen nämlich Handelswege, damit wir uns von da oben schnell runter bewegen können. Und doch, hier oben ist nämlich doch noch eine Stadt. Und mit einer 29er Verteidigung, aber okay. Wir probieren die Stadt hier noch zu durchbrechen. Dann ist da nur noch Petersburg praktisch. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen riskant, was wir hier machen, aber gut. Der schickt auch gar keine Leute los. Also anscheinend haben die gar nicht so viel Truppen. Nee. Gucken, ob die Stadt selber sich jetzt verteidigt. Mach hier oben die Speer. Je suis Catherine. Aha. Was? Je vous souhaite la bienvenue à mon royaume. J'ai grand désir et envie de découvrir tous vos secrets. Ich bin Galerina, König von... Ach, das kennen wir doch vom ersten Mal. Ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Ja, ich würde gerne in Anspruch nehmen. Wir haben Frankreich gefunden. Toll, danke. ich habe euch in der hellen Delegation mit... Ja, eure Delegation ist uns willkommen und auf Wiedersehen. Tschüss. Euer Ciao. Ruf... denunziert. Was macht der denn? Ui. Wir haben Versprochen gebrochen. Wir haben ja gar nichts versprochen. Echt? Wir haben doch gar nichts versprochen. Ja, ist so. Ach, macht aber gerade echt ultra Spaß. Oder? Ja, versprochen, dass wir nichts versprochen haben. Fortfahren, zack. Wir sind tatsächlich gleich hier drin. Also wir sind ja schon drin. Aber wir sind gleich, noch tiefer drin. Oh ja, geil. Ich stell den mal nach hier. Den mal nach hier. Den hier weiß ich nicht. Warte mal, ich den hier... Oh, das ist jetzt doof. Los, verschanzen. Scheiße. Der darf sich mal eine Runde heilen. Hätte bis hier oben noch irgendwann zu Ende, oder? Ja, ja. Aha. Da kriegt jemand Schiss. Mhm. Alter, was der anbietet, ist eigentlich Bombe, ja? Der... Na, die ist nicht Bombe. Der möchte Frieden und seine Stadt zurück. Mhm. Ganz ehrlich, wenn der die Stadt nicht zurück möchte, mir das Doppelte an Gold bietet, denn gerne, aber Vorschlag ablehnen. Ablehnen, so. Ist einfach, ganz ehrlich, das ist ja unlogisch. Wir sind militärisch hier gerade so fit. Was? 39 Verteidigungsstärke. Sag ich doch, die sind nämlich schon wieder besser geworden. Na, weil hier die, weil irgendwelche Chinesen da geholfen haben. Aber okay, ganz ehrlich, ich hab da keinen Schiss. Wir machen erstmal den hier. Hier oben reisen wir auch weiter. Okay, haben hier Reiter gefunden. Wir gehen hier jetzt mal mehr rein. Kannst dicht herangehen? Kann der hier noch einen Schritt machen? Nö.
los, wir gehen hier einmal rum. Ach Mann. Was will die denn schon wieder? Ihr wart ein guter Spartaner. Standhaft, stark, mutig. Nice. Wir sind wieder beliebt bei der. Ah, geil. Ach, das gefällt ihr wohl, was? Mhm. Mhm. Die mag kriegerische Männer. Mhm. Okay, Zack, Produktion wählen. Hier sind gerade Handwerker. Streitwagen oder Sperrkämpfer, ich kann mich nicht entscheiden. Militär. Falls die nämlich zurückschlagen, die anderen. Los, zack. Alter, ich habe gerade aber schon ein bisschen Schiss, dass wir die Stadt doch nicht bekommen, ja. Mhm. Aber, los, man muss sich manchmal was trauen und darum fangen wir jetzt an, anzugreifen. So stark wie es geht, mit allen Truppen. Allen Truppen einmal rauf. Zumal der ja schon Schiss bekommen hat. Und jetzt also mit allen Truppen einmal rauf. Ja, der kriegt Schiss, also der weiß, er schafft's wahrscheinlich nicht, ja. Aber dummerweise. Doch, ich denke, wir könnten das schaffen. Hä? Warum macht er sich? Achso. Sind tatsächlich ein Trupp jetzt schon verreckt. Aber wir werden sowieso mindestens noch einen einbüßen müssen. Müssen wir jetzt mit leben. Aber die hauen noch ab mit allen Truppen. Na gut, mit denen greifen sie an. Boah, was ist denn das für ein Trupp? Ich mit einmal fast komplett zerlegt. Ja, das hat diesen. Gut, die reisen jetzt nach Petersburg und machen das gleiche, was sie hier gemacht haben. Wir dürfen noch warten, es dauert hier noch. Mhm. Also noch haben wir sie nicht platt gemacht. Nee, das... Eine haben sie noch. Drei hatten sie, drei Städte hatten die. Gut, in welcher Stadt? Da oben. Na, uns ist gerade tatsächlich noch einer verreckt. Und noch einer. Die haben jetzt aber nicht mehr viel. Rein theoretisch eine Runde und die sind weg. Ja? Aber wir müssen auf jeden Fall nachproduzieren. Gut, die dürfen jetzt erstmal abficken. Jetzt habe ich nicht gesagt. Zack. Ich muss einmal die Heizung hier runterdrehen. Boah. Wird nachher rausgeschnitten. Nö, ich schneide nicht. Nee. Hier oben würde ich gerne noch einmal Militär reinstellen, weil ich sonst ein bisschen Schiss bekomme. Gut. Oh, Weltwunder entdeckt! Yosemite. Genau. Yosemite. Yosemite. Ja gut, cool. Entschuldigung, wenn es Englisch, da bin ich einfach nicht begabt. Da könnt ihr nicht viel erwarten. Nächste Runde. Frieden schließen? Ohne Stadt? 14 Münzen? Nope. Was ist denn das jetzt? Bietet der ja noch weniger. 5 Gold pro Runde. Nee. Vorschlag ablehnen. Dumm. Pass mal auf, selbst wenn wir jetzt alles Militär verlieren, wir haben eine Stadt wenigstens noch gemacht. Ja? Überleg mal. Achso, ich habe auf Wiedersehen drücken vergessen. Ich denke, wir kriegen die unten auf jeden Fall. Also ich denke, die haben wir. Da steht da wie ein kostener Pudel. Ich habe gerade einen Krümel oder so auf dem Mauspad. Unangenehm. Pass mal auf. Zack. Zack. Zack.
Ich weiß nicht, brauchen wir noch eine? Mhm. Eine brauchen wir noch. Die sind ziemlich standhaft. Und wir verlieren die militärische Einheit, aber, et voilà,